Mahlzeit. Meine Idee, mal wieder ein Video zu machen. Das ist aber der 134. Nachtrag, muss ich sagen. Und zwar, worum geht's? Ja, der IQ von Asylbewerbern wurde untersucht und ich zitiere, das ist eine Seite der US-Regierung. Ziel war es zu untersuchen, um festzustellen, ob sie eine, also die Asylbewerber, ob sie eine geistige Behinderung haben. Ich komme gleich direkt auf die Seite. Ich zeige es dann nochmal, dass es auch alles stimmt. So. Und zwar, aufgefallen ist mir bei Akademie Radi und Herr Radi schrieb, Regierungsbehörde veröffentlicht rassistische Studie. 54% der afrikanischen Zuwanderer haben einen IQ, der so niedrig ist, dass man von einer geistigen Behinderung sprechen kann. HTTPS und so weiter, die Adresse, wo das zu finden ist, das habe ich eben, werde ich gleich nochmal genauer zeigen. Also ich glaube, den Rot, Grün, Gelben, das sind alles Ärzte und Raketentechniker. Ich hatte ja schon mal einen Artikel über Akademie Radi gemacht. Das lohnt sich immer, bei ihm hier auf Community zu gehen. Da kann man immer auf die Schnelle alles, sagen wir mal, wenigstens Erwähnenswerte, obwohl es nicht schön ist, Erwähnenswerte und leider auch Skandalträchtige schnell sehen. Das ist wie meine zweite Nachrichtenseite. So, zu der Seite tatsächlich, ne, die National Library of Medicine hat diesen Artikel dann auch veröffentlicht. Hierzu kommt man. Ich werde den auch verlinken. Und hier habe ich das nochmal angestrichen. Und zwar, das geht um die Beurteilung der geistigen Fähigkeiten von Asylbewerbern. Und jetzt nochmal das, was ich hier zitiert habe. Nochmal hier. Ich lese es kurz vor. Die Europäische Union verzeichnete in den letzten Jahren eine erhöhte Zahl von Asylbewerbern und Wirtschaftsflüchtlingen. Es wird darum gebeten, einige dieser Personen zu untersuchen, um festzustellen, ob sie eine geistige Behinderung haben. Naja, und dann wird in diesem Artikel auf alles Mögliche eingegangen. Da ich darauf verlinke, können Sie sich das alles selber durchlesen, meine Damen und Herren. Es ist hart, sage ich mal. Und ich bitte jetzt auch in den Kommentaren, beziehungsweise ich fordere Sie dazu auf, in den Kommentaren entsprechend mindestens höflich und sachlich zu bleiben. Sachlich, also sachbezogen, keinen Mist reinzuschreiben und so weiter. Letztens schrieb jemand, ja, ich dachte, weil das neueste Video ist, dass mir hier jemand zu irgend so einem Quatsch helfen kann. Auch darum geht's nicht. So einen Blödsinn schmeiße ich nur noch raus. Idioten. So, nebenbei wird dann der Flynn-Effekt erklärt. Wenn man nur Flynn-Effekt bei Google, wir müssen uns ja auf Google beziehen, ne? Wir dürfen ja nichts anderes mehr wissen. Wenn man das macht, dann wird einem das auch gleich erklärt, passt jetzt nicht hier richtig drauf, ist auch egal. Wichtig ist nur, dass wir uns darüber im Klaren sind, was hier alles auf uns zurollt und dass man ja eigentlich den Leuten gar nicht krumm sein können. Was können sie dann dafür, dass sie nicht alle Tassen im Schrank haben? Oder wie müssen wir das sehen? Gut, dazu also bitte dann die Kommentare, aber wie gesagt, alles im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Sonst kriege ich Ärger, den will ich nicht und komischerweise in letzter Zeit vermehrt aufgetreten, auch die, die sowas schreiben. Schade, dass wir hier nicht unsere Meinung sagen dürfen, aber naja, dafür haben wir ja, dazu müsste jetzt schon gleich der Link erschienen sein, dazu haben wir ja mittlerweile unser Forum. Da ist nichts von wegen irgendwie. Da ist Zensur. Nein, da kann man noch frei reden. Gut, bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.